Flughafen Mahé auf den Seychellen. Hier sind wir vor 14 Tagen angekommen, als wir unser Inselhopping gestartet haben, welches wir als erstes auf Praleur gestartet haben. Das heißt, wir sind von Mahé mit der Fähre nach Praleur rübergefahren. Dort haben wir unterschiedliche Wanderungen gemacht, ganz, ganz viel erlebt und eine wirklich schöne Insel, wo man sehr viel machen kann. Dann sind wir von Praleur weiter nach La Digue, einer deutlich kleineren Insel, wo wir uns Fahrräder gemietet haben und mit dem Fahrrad unterwegs waren. Die Insel hat uns am allerbesten gefallen, weil sie deutlich kleiner war, die schönsten Strände hatte und wir mit dem Fahrrad sehr mobil dort waren. Jetzt hatten wir noch 2 Tage hier auf Mahé, wo wir einfach entspannt haben und nochmal unsere Eindrücke Revue passieren lassen. Wir haben unsere Reise mit Sevillas gebucht. Die Transfers, alle Unterkünfte und auch die Fähren haben ohne Probleme geklappt. Und wir können diesen Reiseveranstalter wärmstens empfehlen, weil wir ohne Probleme hier unseren Urlaub verbracht haben und dank der guten Reiseplanung keinerlei Komplikationen haben. Ganz liebe Grüße ins kalte Deutschland von Tobi und Inga. Tschüss! And the dreams that you dare to dream. Seychellen? Sevillas. Really